Die GWD-Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von der Anwaltskanzlei Peter Jahn. Für den Fall der Fälle. Ja, wunderschönen guten Abend, sehr verehrte Damen und Herren, liebe Pressevertreter. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zum letzten Mal in dieser Saison zur Pressekonferenz eines GWD-Heimspiels hier in der Kamperhalle. Wir haben am heutigen 29. Mai einen Halbzeitstand von 15:20 und 32:35 den Endstand erlebt. Insgesamt 2.923 Zuschauer in der Kamperhalle. Ich darf ganz herzlich begrüßen und auch beglückwünschen den Trainer des Bergischen HC, Sebastian Hinze. Sebastian, erstmal herzlichen Glückwunsch für die zwei Punkte. Ich glaube, es war ja nicht unbedingt ein Selbstläufer und ganz sicher war es auch nicht, dass er die Punkte mitnimmt, oder? Ja, vielen Dank. Schönen guten Abend. Ja, also ganz sicher kein Selbstläufer, schon gar nicht vorm Spiel. Wir haben, ja, ich kann es eigentlich relativ kurz machen, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht für, ja, also die Jungs, die heute zur Verfügung standen, haben sich zu 100% an den Plan gehalten, haben dran geglaubt, haben in der ersten Halbzeit natürlich über ein überragendes Tempospiel, über viele Bälle, die wir gewonnen haben, haben sich diesen Vorsprung erarbeitet und dann in der zweiten Halbzeit haben wir gegen die 6-0, finde ich, weiter sehr, sehr clever angegriffen, haben ordentlich verteidigt, kamen nicht mehr ganz so ins Tempospiel und gegen die 5-1 deutlich bessere Lösung gefunden als noch vor drei Tagen. Hatten da dann so eine kurze Phase, wo wir, glaube ich, zwei Gegenstöße liegen lassen, zweimal vom Kreis frei verwerfen, aber insgesamt mit 35 Auswärtstoren, glaube ich, haben wir gutes Tempospiel gehabt, hatten einen guten Positionsangriff und in der Abwehr war es ordentlich. Von daher für mich verdienter Sieg, bin sehr stolz auf die Jungs, haben sie gut gemacht. Danke. Verdient auf jeden Fall. Sebastian Hinze. Ja, zu unserem Trainer Frank Carstens. Frank, so richtig kam er für den Sieg nie in Frage, oder? Nee, das stimmt. Schönen guten Abend, Glückwunsch Seppel an dich und dein Team zu einem absolut verdienten Sieg, zu einem Start-Ziel-Sieg. Wir haben, ja, ich glaube, man hat dem Team angemerkt, dass wir viel wollten. Vor allen Dingen in der ersten Halbzeit hat uns das, glaube ich, auch ein bisschen im Weg gestanden. Wir wollten zumindest dieses Auseinanderfallen in den Spielen gegen Leipzig und gegen Kiel anders angehen. Haben großen Respekt gehabt vor dem Tempospiel, was Seppel auch schon angesprochen hat. Und haben deswegen ohne Abwehrangriffwechsel agiert. Das hat aber so ein bisschen dazu geführt, dass wir nicht die nötige Präzision hatten im finalen Pass. Von der Grundanlage, von den Aktionen, die wir hatten, von den 2-2-Situationen, die wir hinbekommen haben, bin ich damit durchaus zufrieden. Aber wir haben einfach nicht präzise genug den letzten Pass gespielt oder eben präzise genug geworfen. Und dadurch ist der BRC immer wieder ins Konterspiel gekommen. 13 Gegentore aus dem Tempospiel in der ersten Halbzeit. So kann man kein Spiel gewinnen, egal ob zu Hause oder auswärts, wenn das so läuft. In der zweiten Halbzeit sind wir dann etwas besser reingekommen. Ich finde, dass wir hinten die eine oder andere Aktion besser gelöst haben, haben Bälle gewonnen, konnten dann selber Konter laufen, sind auch vorne etwas ruhiger gewesen, haben etwas ruhiger agiert und damit noch ein kleines bisschen Druck aufbauen können. Aber der war letztlich zu klein, weil wir dann in den entscheidenden Phasen immer wieder entweder Fehler gemacht haben oder einfach der BRC auch seine Stärken gut ausgespielt hat. Einfach weil sie sich die Sicherheit dann auch nicht nur heute, sondern sicherlich auch über das ganze Jahr erarbeitet haben, erspielt haben, weil sie einfach ein überragendes Jahr gespielt haben. Und ich kann Sebastian dir nur gratulieren zu deiner Leistung und zu der Leistung deines Teams und zu eurer Entwicklung und zu dem, was ihr geleistet habt in diesem Jahr, denn das ist für mich absolut fantastisch und herausragend. Ich möchte auch noch die Gelegenheit nutzen und mich heute ganz besonders bei unserem Publikum bedanken, denn ich hatte den Eindruck, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit waren alle richtig stinkesauer, so wie wir selber auch. Und in der zweiten Halbzeit hat unser Publikum uns auch dann, wenn es bei uns nicht so lief, immer wieder versucht zu pushen. Und das war heute nicht einfach. Das war heute eine harte Aufgabe. Da möchte ich mich ausdrücklich für bedanken. Ja, vielen Dank, Frank Carstens. Dem Dank möchte ich mich natürlich als Hallensprecher auch anschließen. Zu unserem Geschäftsführer Frank von Behren. Frank, du hast ja gerade 7 Spieler verabschiedet. Eher der Blick nach vorn oder so ein bisschen noch sauer über die Leistung und über das Spiel heute? Nee, beides. Also Blick zurück, klar. Müssen wir das auch nochmal bewerten, was jetzt diese Saison passiert ist oder jetzt auch die zweite Halbserie. Da wird sicherlich Gründe für geben, aber Blick in die Zukunft. Wir sind uns absolut sicher und ich bin mir absolut sicher, dass das richtig ist, was wir machen. Wir zahlen momentan
auch ein bisschen Lehrgeld, das kann man nicht anders sagen. Wir müssen heute neidlos anerkennen, dass der BRC besser war. Wir hätten einfach keine Chance, dieses Spiel zu gewinnen, sind also wirklich erstklassig ausgespielt worden. Aber das habe ich eben auch schon mal erwähnt, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit dann wirklich alles versucht hat, zumindest, und dann auch noch ein achtbares Ergebnis erzielt hat, es aber ja spielerisch nicht lösen konnte und die Verunsicherung natürlich auch da war. Das hat man gemerkt. Insofern heute von mir überhaupt kein Vorwurf ans Team, überhaupt nicht. Wir werden da Lehren daraus ziehen, wir werden da auch gestärkt daraus hervorgehen, da bin ich mir ganz sicher. Jetzt haben wir noch ein Spiel vor uns, wo wir uns darauf konzentrieren, aber dann starten wir natürlich zur nächsten Saison wieder neu. Dem BRC wünsche ich natürlich auch alles Gute für das letzte Spiel. Finde auch, dass ihr eine überragende Serie spielt und ja, so einen krönenden Abschluss euch verdient hättet. Also euch alles Gute. Ja, dem möchte ich mich anschließen. Vielen Dank, Frank von Bern. Ich wünsche euch noch toi 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 für euer letztes Saisonspiel. Jetzt erstmal gute Heimfahrt und vielleicht klappt es ja doch noch mit dem Europaplatz. Mal schauen. Ja, Heimspiel wird es keins mehr geben in dieser Saison. Wie gesagt, Sonntag, 9. Juni gibt es noch das letzte Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen. Da wünschen wir unserem Team toi toi toi. Und ansonsten euch allen ein schönes langes Wochenende. Kommt gut nach Hause.